Mach's gut, Deni. Tschüss, E-Doppel-Z-E. Halt die Stellung. Wir haben alles aufgebaut. Wenn jemand kommt, baller die vom Himmel runter, okay? Mach ich. Perfekto. Aber scheiß drauf, gleich, das kommt nur Balle einmal. Balle nicht! Was denn? Mann, ich darf nie eine Begrüßung machen, ohne dass Männer reinreden. Nein, es tut mir leid. Weißt du, wie lange ich geübt habe für diesen Moment? Ja, herzlich willkommen zu Minecraft Clash. Ich wollte dir die Show gestohlen. Ist okay. Ich werde wieder groß im Schlager-Business. Es geht schon los. Es läuft die ganze Zeit. Ja, gut, dann können wir schon runtergehen. Es tut mir leid. Alles klar. Aber Palle, es geht. Palle, es geht hier nichts mehr. Hä? Palle, bleib da. Hä, geht's jetzt los? Ja, läuft schon. Okay, da habe ich die Begrüßung verschlafen, Leute. Das ist hier alles nochmal ein bisschen chaotisch, aber dann an dieser Stelle auch willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash. Da habe ich wohl ein bisschen die Begrüßung verpennt, aber Leute, nichts passiert. Wir machen hier natürlich ganz normal weiter. So, also wir sind super ausgerüstet. Wir haben oben, ist es Tag gerade, ja, oder? Also eigentlich muss man nochmal Times a Day machen eigentlich hier, weil wir gerade eben nochmal mal wieder eine kleine Pause zwischen Aufnahmen hatten und dann muss die Zeit natürlich auch nicht zurückgesetzt werden. So, perfekto, Mecto. Ich würde sagen, ich rüste mich dann aus jetzt mit Sachen für Farmen, oder? Kann man richtig gut vorstellen, dass einer angreift. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall hier in diesem Geschützturm mehr oder weniger verbunkern. Ich glaube, das würde auch am meisten Sinn ergeben, weil wenn ich jetzt unten bin und dann doch irgendwer kommt und ich nicht mehr schnell genug hochkomme und so, ich muss tatsächlich ein bisschen campen jetzt diese Folge wahrscheinlich dann, ne? Ja, das stimmt. Aber denk an alles. Ich habe Torches, die kann ich dir geben. Mhm. Torches habe ich auch, ja. Ich nehme Torches und ich nehme ein bisschen Wood natürlich mit. Das haben wir immer vergessen hier. Hier, hast du Essen? Warte, ich nehme ein bisschen Logs mit hier, einen halben Stack, das reicht locker. Dann ein bisschen Kohle mitnehmen. So, das reicht auch locker. Kohle haben wir übrigens auch nicht mehr so viel, müssen ein bisschen farmen. Pickaxe hast du auch? Pickaxe, ich brauche natürlich eine Schaufel noch, da habe ich jetzt aber auch. Schaufel. Ein bisschen Essen habe ich dabei. Eigentlich bin ich dann ganz gut ausgerüstet. Ich habe mein gutes Schwert hier auch am Stissel. Bisschen Fackeln, kann noch ein paar mehr Fackeln machen. Sag Bescheid, we need to go deeper. Was bedeutet das, das Achievement? Ich weiß es nicht, ne? Es klingt für mich halt nach Farmen, aber das, ich glaube fast nicht, Minecraft, dass das... we need to go deeper. Ich guck mal kurz nach, Achievements. Wie dumm ist das? Build a Portal to Nether, glaube ich. Oder? Okay, aber die haben doch schon lange Nether. Eigentlich schon, weiß nicht, ob sie noch eins gebaut haben. Warte, ich schau nochmal genau nach. Vielleicht haben die Portal irgendwo anders hingebaut. Ja, build a Portal to Nether. Steht ja eigentlich. Nicht, dass sie bei uns jetzt irgendwie unten rauskommen oder so? Nein, das geht eigentlich nicht. Man kann bei uns nicht rauskommen. Alle in den Nether, whoop whoop. Ja, genau, siehst du? Paluten hat's auch gecheckt. Okay. Eigentlich geht das nicht, eigentlich geht das nicht. Hm. So, aber ich weiß, wir waren noch in deren Base, weißt du, da war eigentlich doch das Portal, oder? Wie können wir jetzt noch ein Portal machen? Das ist ganz offensichtlich oben direkt an der Base gewesen. Genau, ja, ich weiß auch noch. Okay, aber es heißt, fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob niemand jetzt direkt zu uns kommen sollte, oder? Nicht unbedingt, ne? Aber vielleicht ändern die das jetzt auch, weil es geleakt wurde, mehr oder weniger. Hm. Ich würde trotzdem sagen, ich verliere keine weitere Zeit und steige genau, hier ein. Genau, ich bleibe hier. Ich glaube, wir bleiben bei der Taktik. Es kann ja auch immer noch Team Edgar vorbeikommen. Ja. Ah, fuck. Ich kann nicht loslegen, weil ich in der falschen Seite war. Ah, ja. So. Okay, ich habe auch noch genug Kohle dabei, damit ich hier weitermachen kann. Ich glaube, in diese Richtung... Mach's ich, gut, Deni! Tschüss, E-Doppel-Z-E! Halt die Stellung! Wir haben alles aufgebaut. Wenn jemand kommt, baller die vom Himmel runter, okay? Mach ich! Perfekto! Da. Sehr schön. Pass auf dich auf, flieg nicht so schnell. Ja, ich pass auf, okay? Okay. Okay, nur gut. Ok. Ok, ok. So, ich würde sagen, ich fliege halt an der Mauer entlang nach rechts einfach und versuche möglichst nah an der Mauer zu bleiben und einfach Clay zu holen, ne? Ich meine, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, eigentlich, so wie das aussah, hatten wir nicht mehr so viel Kohle. Das könnte ich im Zweifel auch noch ein bisschen farmen, ne? Da müsste man mal gucken. Ja, kannst du, glaube ich, mitnehmen. Wir brauchen halt die ganze Zeit sau viel Kohle für alles immer. Ja, ja. Kohle ist echt wichtig hierbei. Mhm. Ja, vor allem, man farmt halt nicht die ganze Zeit, ne? Dabei ist es so gut, weil du auch gleichzeitig ja immer noch ein bisschen Level dadurch bekommst und so weiter. Kohle ist unser Schatz, weißt du? Und Kohle ist eigentlich so gut. Also Kohle ist toll. Ich mag Kohle sehr gerne und jeder sollte Kohle auch gerne mögen und toll finden. Ja, ja. Kann man natürlich jetzt falsch verstehen mit Kohle, ne? Aber gut, klar. Hashtag Geldgeil, sag ich mal. Ja, scheiße. Bin aber leider in eine doofe Richtung geflogen, muss ich dazu sagen. Oh, da hinten ist ein Dorf, Izzy. Ich habe ein Dorf gefunden, krass. Ein Dorf. Und im Dorf ist einfach ein fettes Flugzeug.
Jo! Ernst? Ja, ja, aber das darf man natürlich nicht nehmen, aber das ist einfach... Darf man nicht? Nee, das ist aus irgendeinem Grund liegt das hier, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendjemand hier auszusehen, als die Map gebaut wurde, hier gelassen haben. Das ist aber krass, ist einfach ein fettes Flugzeug gelandet. Aber hier im Dorf kann man sich halt ein bisschen was fahren. Ah ja, ja, hier sind ganz viele Tinkers Construct Sachen, aber ich glaube ehrlich gesagt, damit können wir eh nicht so schnell was anfangen jetzt. Sonst hätte ich gesagt, nehmen wir was mit, aber das ist eigentlich super praktisch. Pisten ist auch dabei. Bücherregale sind da, man könnte sich Bücherregale machen, um noch geiler zu verzaubern, aber... Ja. Weiß auch nicht, ob das so viel bringt hier. Soll ich das machen? Ich hab keine Axt dafür mit. Haben wir überhaupt noch vor, auf die krassere Rüstung zu gehen? Ja, das haben wir definitiv noch, ja, ja. Doch, doch. Okay, aus der Schmelze dieser Seared Bricks bringt uns eigentlich auch nichts. Das ist eigentlich Zeitverschwendung, warum mache ich das überhaupt? Mann! Ich muss weiterfliegen, und die Sonne geht ja schon wieder, ist ja schon genau in der Mitte oben. Ich habe halt Angst, weiter hier rauszufliegen, weißt du, weil hier werden die Mobs halt immer stärker. Aber das Ding ist, hier ist einfach nirgendwo, ich bin halt in ein super Kack-Biom gelandet. Hier ist nirgendwo Clay. Ja, du hast Full Iron, ich weiß nicht. Die krassesten Mobs gibt es ja nicht mehr wirklich. Dann bleib ein bisschen auf Abstand, ein bisschen vorsichtig. Ja, das Ding ist, selbst normale Zombies sind halt saustark, ne? Ja. Und da kommt schon einer, genau wo ich sage. Ich mach ich kaputt hier. Gott sei Dank hört man ja Zombies auch sehr gut. Ja, ein bisschen Clay habe ich hier gefunden. Das werde ich natürlich hier direkt mal machen. Into Fire. Was ist Into Fire? Das ist nicht, soll ich mal googeln? Ja, google mal schnell. Baue ich hier weiter ab. Wenn ich hier weiter Clay sammel, weil das braucht man halt für Fiberglas eben, um die weiteren Waffen zu machen, Leute. Ist das absolut elementar. So. Kühe sind da. Ich kann natürlich auch noch Kühe töten für ein bisschen Fleisch, aber gut, so wichtig ist es auch nicht. So. Yo. Achievement bekommen für Cow-Tipper. Ich glaube, beim nächsten Clash müssen wir echt mal ausstellen, dass man diese Achievement sieht, Alter. Ist das kacke. Into Fire, pick up a blaze rod from the ground. Also die sind auf jeden Fall gerade bei Blaze in Nether. Ah, okay. Ja, dann ist klar, wo die sind. Müssen die halt auch, weißt du, weil wir denen so viel Gunpowder geklaut haben. Ja. Deswegen müssen die das machen. Wobei die auch so trotzdem noch richtig viel, die hatten ja über 100 Gunpowder, wir haben ja halt so die Hälfte. Wir haben ja um geklaut, etwa jetzt genauso viel wie die, ne? Ja, ja, wobei die hatten natürlich ihre, wir haben uns dadurch jetzt noch Waffen gebaut, erst die hatten wahrscheinlich halt schon Waffen wieder daraus gebaut, gehe ich mal von aus zumindest. Aber es ist trotzdem aber für uns ein riesen gutes Ding gewesen. Kannst du mal kurz gucken auf die Sonne, wie lange es ungefähr dauert, weil ich gucke gerade hier auf den Boden. Ja, die ist noch relativ weit oben, keine Ahnung, was soll ich dir sagen. Geht halt langsam unter, ne? So wie eine Sonne da schon macht, ne? Ja gut, ich sehe es, weil ich bin halt ein bisschen... Sagst du, ein Drittel ist da schon unten von oben aus gesehen. Ja, ich muss zurück zum Heli. Ah, schade, so viel habe ich jetzt leider nicht bekommen insgesamt. Ein Viertel. Hab jetzt anderthalb Stacks, aber halt von den Kugeln nur, ne? Das ist halt nur... Das sind halt nicht mal 32 Clay, die ich jetzt habe. Also Clay-Blöcke. Halt, aber ich glaube, das ist echt so eine gute Taktik, dass einer auf dem Dach wartet so. Ja, das ist perfekt. So viel mehr eigentlich kriegt man zu zweit auch nicht hin, weil man sich viel aus den Augen verliert und so weiter und so fort. Und dann passt einer auf die Sachen auf, dass sie safe bleiben. Und mit so einem Geschützturm ist es, glaube ich, echt eine gute Idee. Ich glaube auch, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich glaube auch, die anderen sind noch nicht drauf gekommen. Ich glaube, da sind wir, ist Team Dizzy gerade absoluter Vorreiter bei der ganzen Sache. Das scheint keiner zu kommen. So. Ah, bleib stehen. Das Geile wäre natürlich, wenn die jetzt gar nicht von oben kommen würden, sondern irgendwie unten und dann einfach reingehen und Sachen klauen. Ich krieg's nicht mal mit. Aber auch dann würden wir zumindest keine Leben verlieren. Das stimmt. Das Gute ist ja, du bist auch gar nicht sichtbar, ne? Weißt du? Du bist ja nicht mal in irgendeiner Form sichtbar. Also du bist, wenn du dich nicht bewegst, dann weiß man nicht mal, dass du da drin bist. Ach so, ich laufe gerade noch auf dem Dach rum, weil es einfach ist, in alle Richtungen zu gucken. Ah, okay, gut. Ansonsten könntest du halt dadurch halt auch noch ordentlich was irgendwie... Stimmt. Ja. Wenn du dich einfach sozusagen ganz still bist, bist du halt perfekt getarnt. Ja, das kann ich auch machen, dann machen wir es so. Ah, Mann, wieso geht die Sonne jetzt unter? Jetzt finde ich hier gerade noch ein bisschen was. Ich muss alles mitnehmen, alles mitnehmen. Also ich habe halt erst, glaube ich, 2, 3 Vorkommen überhaupt gefunden bisher. Okay. So, okay, habe ich das hier nochmal? Oh, jetzt ist es echt sehr, sehr schnell dunkel. Ein einziges Vorkommen mache ich noch. Dann muss ich hier weg und dann komme ich direkt zu dir zurück. Ja, I-Doppel. Doppel Z, 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 wo ist noch ein Vorkommen? Ganz genau so viele Z sind es nämlich in meinem Namen. Ja, ich weiß das natürlich genau. Ich will einen abknallen, kommt her! Werden die mir eigentlich auf dem Radar angezeigt? Das könnte sogar sein, ja. Also was dir wahrscheinlich dann aber auch angezeigt wird, sind normale NPC, also Monster.
Alter, die Sonne ist fast unten, aber das eine Vorkommen hier möchte ich mir einfach noch holen. Es tut mir leid, Alter. Wenn das jetzt ein Fehler ist, dann ist das natürlich super scheiße. Aber, no risk, no fun, Leute. Wir brauchen Clay. So, die drei noch hier. Und dann sofort zurück. Oh, ich glaube, es wird schon dunkel, Leute. Ah ja, es wird ganz schnell dunkel. Oh, fuck. Komm nach Hause, pass auf. Ja, ja. Ich hab das Essen schon auf dem Herd. Ich komme. Ich hab ein bisschen Angst, dass es jetzt so schnell dunkel wird und ich mein Heli nicht finde, weil er mich richtig aufgeschmissen. Dann verlieren wir halt. Ich kann mich zwar noch schnell einbauen und bla, shit. Kann mir auch ein bisschen verteidigen kurz, aber es wird super schnell dunkel, Izzy. Und ich hasse es, dass man diese alten Minecraft-Version noch nicht mit so spinnen kann, wie man es eigentlich halt kann. Da vorne ist der Heli. Oh, ich schaffe es noch. Aber super knapp, Alter. Super knapp. Das war ein bisschen. Ich sage immer no risk, no fun. Das war ein bisschen so risky, muss ich sagen, für meinen Geschmack. Aber ist schon noch alles mal gut gegangen. Also noch bin ich nicht in der Luft, aber Alter, ich hebe ab und es ist stockduster. Night Vision an und back home, würde ich mal sagen. Flyen wir hier. 10.000 Grad, 10.000 Farben sind so schön verteilt. So. Also, mein Heli fliegt auch kaum noch, glaube ich. Ich habe das Gefühl. Ah, wahrscheinlich war ich nur zu gerade. Ich glaube, mein Tank hält auch nicht mehr ganz, ganz ewig. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo eine Tankanzeige hier habe. Ah doch, ich glaube, links ist die Tankanzeige. Empty und full. Ja, ja, ganz links unten ist das Ding. Dann habe ich, glaube ich, noch genug, um nach Hause zu kommen. Alles klar schon, ja. Ich freue mich schon. Ich bin gleich bei dir, ja. Wir sind dann wieder... Also müssen nicht schießen, ja. Ich komme von der Mauer. Okay, ja, stimmt. Das könnte echt sein. Da kommt einer. Ratatatata. Boah, sind auf jeden Fall ordentlich Mobs hier auf der Karte. Nebenbei kann ich mal gucken, wie lange die Aufnahme geht. 11.30 schon. Okay. Ungefähr 11 Minuten wahrscheinlich dann schon die Folge. Dann haben wir noch 4 Minuten oder so. Dann kann ich noch mal ein bisschen das Fiberglas, können wir uns noch mal drum kümmern. Dann haben wir wieder, können wir uns noch mehr Waffen und so Zeugs machen. Das ist ja eigentlich alles ganz, ganz schön, ne? Diese Night Vision ist aber super hell dafür irgendwie. Solange die Sonne noch nicht komplett weg ist, ist es super hell mit der Night Vision. Aber ich glaube, also so viel zu hell eigentlich. Aber wenn es gleich die Night Vision, wenn die Sonne gleich weg ist, die ist ja schon fast weg. Sag Bescheid, wenn du dann ja, ich komme von genau oben praktisch, okay? Okay. Okay, ich bin jetzt da. Also wenn jetzt, ich sehe dich schon, ich lande, ich komme jetzt auf den Heliplatz ungefähr. Ah, ich sehe dich, ja. Okay. Soll ich schießen? Nein, lieber nicht. Aber ich muss nochmal abheben und drehen. Aua. Ja, toll. Willkommen! Ich lande mal hier unten. Der Dizzy-Bucht. Die keine Bucht ist. Ja, Alter, ja. Ich kann nicht mehr fliegen hier. Ich habe manchmal so gut gelandet und jetzt so scheiße. Nicht, dass du mich triffst, ich bleib lieber im Geschützturm. Ja, bin jetzt so gelandet hier. Okay, ist ja alles safe. Alles safe im Moment, ja. Kannst du auch Night Vision anmachen bei dir? Ja, geht wieder. Nee, ging nur da drin, jetzt draußen nicht mehr. Ja, das meine ich, ja klar. Das Night Vision geht auch nur da drin. Es sei denn, man macht sich solche extra Glocker, Googles, Goggles, irgendwas. Okay. Aber das ist eigentlich echt geil hier, dass man Night Vision hat. Aber ich glaube, die kommen halt eigentlich auch nicht in der Nacht, die anderen. Ja. Aber es ist ein saugutes Ding und wir haben ja auch richtig viel Schuss dabei. Und ich glaube, also, wenn die halt kommen, die checken, die rechnen nicht wirklich damit. Nee, glaube ich auch. Und wenn nicht. Du halt richtig schnell, glaube ich, so einen Strahl auf die abfeuerst und ein paar Mal triffst, dann sind die auch recht schnell down. Die ist inbar, die Waffe, glaube ich auch. Die ist halt echt, so soll es ja auch sein bei solchen Anti-Air-Waffen. Die darf man, die sind inbar gegenüber den Air-Sachen. Man darf sie halt als Air-Typ nicht so in der Nähe begeben. Dafür muss ja auch der eine dann die ganze Zeit alleine fahren. So, oh Gott, richtig. Wir haben Skelett. Okay, ich gehe auch mal wieder runter jetzt. Boah, ich möchte sie nicht hier so allein lassen. Vor allem sieht man ja auch, wenn man aussteigt, direkt schon wieder gar nichts mehr, ne? In welche Richtung können die überhaupt kommen eigentlich? Normalerweise müssten die von hier kommen oder von hier. Aber die können natürlich auch immer von hier kommen. Wie viel Wolle brauchen wir noch? Brauchen wir noch so viel Wolle? Wir brauchen insgesamt, allein für diese Rüstung brauchen wir pro Person 24, das sind insgesamt 48 Wolle. Und dann brauchen wir aber noch für einen Fallschirm und sowas brauchen wir auch noch Wolle. Lass uns mal Fallschirm machen, okay? Damit beide jetzt immer einen Notfall-Fallschirm machen. So viel Wolle. Kannst du gucken, wie man einen Fallschirm macht? Oder soll ich das machen? Ich weiß gerade nicht, wie die nochmal heißen. Ja, ich kann es machen. Ich bin gerade alleine im ME-System, ne? Du bist nicht beim ME-System. Doch, ich bin jetzt bei dir. Und okay, ich mach den Parachute. Okay, ich brauche 115 Wolle haben wir. Perfekt. Ich brauche noch mehr Strings. Kann man Strings irgendwie machen? Ja, ich glaube schon. Ja, mit einem Wool-Gin kann man das machen. Die muss man sich aber irgendwie blöde craften. Das ist ein bisschen nervig. Dann kann man es aber machen. Ansonsten gibt's da. Ich kann unter E gar nicht mehr suchen, das ist normal. Nee, eigentlich musst du da suchen können. Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwas ausgesehen. Ich habe auch rechts nichts drin, gar nichts. Dann geh mal, hast du irgendeine Taste gedrückt, ich weiß leider gerade nicht welche, kannst du mal in den Options nachgucken. Von Not Enough Items, also NEE Inventory oder so. Da musst du irgendeine Taste, dass du es einblendest oder nicht. Ich weiß gerade leider nicht welche. Bei den Taste. Controls? Ja.
Irgendeine Taste ist es aber. Okay, wir können die Wolle einfach in den Pulverizer tun. Das ist ja chillig. Dann tue ich da mal kurz 4 Stück rein. Inventory Sorting. Ich habe leider keine Kohle, ne? Kohle müssten wir ja noch farmen. Kohle kann ich natürlich jetzt hier unten noch weiter farmen. Da ist noch ein riesiges Ding an Kohle auf jeden Fall. So. Mach ich mir hier gerade noch ein Peridot. So. 4 Strings sind schon mal am Stiel. Damit kann ich direkt die beiden machen. Und die Folge ist auch fast vorbei. Folge in 60 ist vorbei. So. Okay, I-Double-Sets. Oh Gott! Was, ist jemand Gott, da? Zombie! Wo? Oh Gott, was war das für ein Riesenzombie, Alter? Bei uns unten drin einfach, in der Farm hier. Oh. Alter Falter. So ein Villager-Zombie in riesig. Ja, die werden, können bis zu 150% größer als normal sein. Die sind dann aber nicht stärker eigentlich. Okay, ein Parachute und 2 Parachutes habe ich uns jetzt gemacht. Ist noch gut Kohle. Dann gebe ich dir den gleich. Jetzt haben wir gleich noch ein bisschen mehr, genau. Wir haben wieder unser Eisen hier rein in den Pulverizer. Das läuft auch alles normal weiter. Hier haben wir gerade eh nichts drin. So, Revo und Smurf sind einmal in Creative schon gegangen. Ach, ist vielleicht morgen, kann gut sein, dass morgen Trophy Battle ist. Da musst du kurz hochkommen, müssen wir unser Sachen. Was ist los, Izzy? Izzy? Bei mir ist nichts los, es ist gerade ganz viel explodiert, ne? Ja. Aber nicht bei noch mir. Noch was. Sind die bei uns? Nein, eigentlich kann das nicht sein. Das ist jetzt irgendwie diese Mini-Creeper, aber weiß nicht, warum die explodieren sollten. Das ist das Ding. Aber die Folge ist eh vorbei, das kann eigentlich nicht sein, ey. Vielleicht sind die nächste Folge dann da, vielleicht campen die bei uns schon. Die nächste Folge ist sogar Trophy Battle, also eigentlich kann es auch nicht sein, ey. Mach dich fertig und komm nach oben, okay? Ja, ich bin jetzt oben. Mach dich fertig und komm nach oben. Die Folge ist jetzt eh in diesem Moment hier vorbei, ich bin jetzt nochmal ganz oben. Die kann, also eigentlich kann hier niemand sein, also ich guck's dann auch nochmal an. Ich bin oben, Mit C hier ist eigentlich auch niemand. Ich glaube, das ist einfach aus was für einem Grund auch immer, ist da irgendwie so ein Mini-Creeper, was ja dann sich so zerteilt in mehrere Creeper, als er explodiert. Na gut, Leute, das war's für heute, die Folge von Minecraft Clash. Wir machen weiterhin recht gute Fortschritte hier, das kann man auf jeden Fall sagen. Clay-Zeug, ja, muss ich mich später drum kümmern, das alles zu Fiberglas zu machen. Nächste Folge ist wahrscheinlich Trophy Battle, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege. Morgen am Freitag. Mal gucken, ob wir da noch was reisen können, IZZI. Und da sehen wir uns wieder um 14 Uhr. Checkt auch die anderen aus, die anderen Kanäle aus und checkt Izzy aus, Link zu allen ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zur nächsten Folge von Minecraft Clash. Vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut. Ciao.